muss ich eigentlich korrigieren, weil glücklich war das nicht. Aufgrund der Torschancen war das schon hoch verdient. Bei uns ist es momentan so, dass die Dinger nicht reingehen wollen. Das geht schon seit mehreren Spielen so, aber heute waren sie zumindest in der zweiten Halbzeit doch so gierig, dass sie dann eine ihrer vielen Chancen dann auch genutzt haben. Und in Summe aus meiner Sicht 2-0 völlig in Ordnung. Also das Spiel meiner Meinung nach war in der ersten Halbzeit ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit dann hat Kosovo mehr gemacht als wir, auch mehr versucht. Wir haben am Ende die Fehler gemacht. Wenn du am Ende die Fehler machst, dann kassierst du auch die Dinger. Vorne waren wir nicht konsequent. In der ersten Halbzeit hatten wir vielleicht ein, zwei Chancen, die hätten reingehen müssen. Aber letztendlich, wer die Tore macht, der gewinnt auch. Ja, die Erwartungen bei uns waren nach dem guten Start sehr hoch. Und wir haben das alles ein bisschen gedämpft durch die drei Niederlagen. Wir haben nächste Woche Weihnachtsfeier. Wir sind jetzt erstmal raus. Wir haben keine Nachholspiele. Die Mannschaft spielt eine außergewöhnlich gute Saison. 10 Saisonsiege. Abstiegsgefahr gibt es nicht mehr bei 31 Punkten, habe ich durchgerechnet. Und daher können wir jetzt alles nur noch gewinnen. Also wir sind einfach zufrieden, so wie es jetzt läuft und auch stolz auf die Mannschaft. Also wichtig ist erstmal für uns, das nächste Spiel vielleicht mal mit einem Punkt zu bestehen. Wenn mit einem Sieg, das wäre super. Das wäre für uns der erste Sieg und nochmal vor der Winterpause. Und dann auf jeden Fall nochmal die Mannschaft komplett wachrütteln in der Winterpause und alles dafür geben, dass wir das Unmögliche möglich machen. Ja, die Saisonplanung war ja, ich habe das erste Spiel ja auch Interview gemacht, da war es zwischen 8 und 12. Ich behaupte mal, dass wir unter den ersten 5 sein werden. Nach oben ist Luft, wir werden gut arbeiten und ich bin schon sicher, dass das die erfolgreichste Saison einer Kosovo-Mannschaft in der Landesliga sein wird. Der beste war, glaube ich, der 10. Platz, das werden wir bei Weitem toppen.